Herzlich willkommen zu einem weiteren NTAU-TV-Video. Mein Name ist Dennis Mepiel und heute präsentieren wir euch unseren Videospieletest zu Luigi's Mansion 3, das am 31. Oktober passend zu Halloween für die Nintendo Switch erscheinen wird. Und für alle, die bereits schon den GameCube-Teil oder den zweiten Teil für Nintendo 3DS gespielt haben, dürfen sich bestimmt freuen, denn in diesem Abenteuer beginnt alles damit, dass Luigi eine merkwürdige Einladung zu einem luxuriösen Hotel erhält, namens Hui Hotel. Und diese nimmt er natürlich mit seinem Bruder und deren Freunden an. Und ja, ich meine, was gibt's nichts Schöneres? Man hat Erholung, man wird zu einem Hotel eingeladen, man wird bedient. Das ist doch alles super toll. Nach einer gemeinsamen Busreise kommen sie im Hotel an und checkten ein. Alles verlief noch nach Plan. Aber als dann Luigi nachts geschlafen hatte, wurde er von einem Schrei von Prinzessin Peach aufgeweckt. Und es stellt sich heraus, dass das Ganze eigentlich nur eine Falle war, die von König Boohoo und einer Komplizin gestellt wurde. Alle bis auf Luigi wurden in ein Gemälde eingesogen und ja, verschlossen, eingesperrt, und Luigi konnte sich in letzter Sekunde noch retten und hat nun das Ziel, natürlicherweise seine Freunde und seinen Bruder zu retten. Das Hotel verfügt über 3 händevolle Etagen, die ab jetzt erkunden werden müssen, und was natürlich ganz super an diesen Etagen bzw. Stockwerken ist, dass jedes Stockwerk so ihre eigene Umgebung, eigenes Thema hat. Aber darauf komme ich nachher nochmal ein. Zu den Etagen gelangt ihr mit Hilfe eines Fahrstuhls, der aber leider nicht mehr über alle Knöpfe verfügt. So müsst ihr pro Etage die jeweiligen Bosse besiegen, um diese Knöpfe wieder zu erhalten und quasi Stock für Stockwerk sich nach oben zu kämpfen. Aber apropos Bosse, unserer Meinung nach sind die richtig abwechslungsreich gestaltet und euch erwartet quasi in jeder Etage eine kleine oder sogar auch große Überraschung. Natürlich schwankt auch hier ab und zu die Qualitäten, auch die Aufmachung der Bossgegner. Ohne Blödsinn, zu 80% waren wir von den Details und der Abwechslung ziemlich beeindruckt. Doch Luigi kann natürlich die Geister und die Bosse nur dank seiner speziellen Taschenlampe, dann dem Schreckweg FLU, das ist so sein Staubsauger, und zwei anderen wichtigen Fähigkeiten besiegen, die er in Kürze auch im Abenteuer von Professor Immanuel Gitt erlernt. Ebenfalls erhaltet ihr dank dem Professor euren Virtual Boo, quasi eine Hommage an den Virtual Boy, und Nintendo nimmt wirklich seine alte Konsole sehr gut auf die Schippe. Respekt, Nintendo. Mit dem Blitz der Lampe könnt ihr die Geister paralysieren und diese in dem Zeitraum in einem kleinen Kampf aufsaugen. Durch das Schmettern könnt ihr den Geistern die meisten Lebenspunkte abziehen, um sie somit bei Null aufsaugen zu können. Der Saugschuss dient dazu, entweder Rüstung von Geistern durch das anschließende Saugen abzunehmen oder Gegenstände in einem Raum durch die Gegend zu werfen, um diese damit zu zerstören. Die Düsterlampe ist eine weitere Fähigkeit eurer Taschenlampe und kann Gegenstände umwandeln oder versteckte Sachen sichtbar machen. Was ihr sonst noch für Rätsel benötigt, ist das Pusten mit dem Staubsauger, damit ihr bestimmte Rätselpassagen lösen könnt. So können Windräder nicht nur durch das Aufsaugen in eine Richtung bewegt werden, durch das Pusten kann man somit die andere Richtung ebenfalls wählen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Auch in Luigi's Mansion 3 gibt es unterschiedliche Geistertypen, die sogar in den jeweiligen Stockwerken unterschiedlich verkleidet sind, passend zum Thema des Stockwerks. Im späteren Lauf müssen sogar spezielle Geister mit verschiedenen Taktiken bezwungen werden. Und wie es halt so ist in Luigi's Mansion, wie auch in Luigi's Mansion 3, die Rätseleinlagen, die aber allesamt einfach sind. Im gesamten Abenteuer hatte ich persönlich nur bei 2 bis 3 Passagen so meine Probleme gehabt, sonst finde ich, war alles sehr verständlich und leicht zu lösen. Solange ihr aber eure Fähigkeiten kennt und wisst, wie ihr diese einsetzen sollt, habt ihr den besten Durchblick. Diese bekommen eine besondere Tiefe, wenn neben euren Fähigkeiten auch euer Kumpane, Luigi, eingesetzt werden kann. Ein grünes Abbild von Luigi, was ein bisschen klipprig aussieht. Mit ihm könnt ihr Gittern oder spitze Pfeile trotzen und Abschnitte lösen, die ihr mit Luigi nicht schaffen könnt. Dafür hat aber Luigi einen großen Feind, das Wasser. Sobald er in Berührung mit dieser Substanz kommt, löst es sich auf und muss von Luigi neu erstellt werden. Wer aber allerdings keine Lust hat, Luigi zu steuern, kann einen Freund zur Hand nehmen und mit ihm dann sogar komplett das Spiel kooperativ spielen. Ja, neben der Story gibt es auch noch die Online-Modi. Die werden wir sicherlich mal in einem unserer Livestreams mal spielen und euch vorzeigen. Man kann wirklich sagen, die machen alle viel Spaß. Wenn ihr aber mehr Details zu diesen Online-Modi wissen wollt, würde ich euch empfehlen, unseren schriftlichen Spieletest auf ntau.de durchzulesen. Man muss aber auch sagen, Luigi's Mansion 3 ist eine grafische Augenweite und läuft mit sehr flüssigen 60 Frames pro Sekunde. Die Abwechslung in den jeweiligen Etagen ist Nintendo sehr gut gelungen und zeigt, dass man sich auch wirklich Gedanken gemacht hat,
hat, den Spieler stets mit neuen Themen zu überraschen. Auch die Unterhaltung nach dem 15- bis 20-stückigen Abenteuer kann mit sammelbaren Geistern, Buhus oder Juwelen um einige Stunden noch gestreckt werden. Was ich aber leider bemängeln muss an dem Spiel, ist die etwas fummelige Steuerung. Am Anfang werdet ihr schon einige Zeit brauchen, bis ihr diese verinnerlicht habt. So war das für mich stellenweise am Anfang schon ein Krampf gewesen, neben den Fähigkeiten auch noch zu zielen. Aber das spiegelt sich mal irgendwann mal ein. Was ich halt wirklich so in den Stockwerken noch sagen muss, ich finde es wirklich toll, dass Nintendo auf verschiedene Thematiken gesetzt hat. Zum Beispiel habt ihr eine Wüstenetage, eine Strandbar, was so ein bisschen mit einem Piratenschiff verbunden ist. Dann habt ihr auch Museum. Also Nintendo hat sich Gedanken gemacht. Was ich ebenfalls cool fand, was man bestimmt schon bereits aus Videos aus vergangenen Tagen kennt, sind einfach die Gartenoptik, also der Botanikgarten, sage ich jetzt einfach mal. Das sieht unglaublich gut aus und man merkt richtig, dass Nintendo viel aus der Nintendo Switch noch rausgeholt hat für dieses Abenteuer. Dann kommen wir mal kurz zum Fazit. Also wer also Luigi's Mansion und den zweiten Teil gerne gespielt hat, wird den Nachfolger geradezu verschlingen. Hierbei handelt es sich auf jeden Fall um den besten Ableger der Reihe, der nicht nur wieder Luigi in den Mittelpunkt stellt, sondern mit einer großen Portion Super Mario Charme daherkommt. Aber auch die untypischen Zwischensequenzen wurden mit viel Witz versehen und passen zum Spiel einfach und werten das Gesamtpaket richtig auf. So, das war's mit dem heutigen Videospiele-Test zu Luigi Mansion 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, lest unseren ausführlichen Test auf ntower.de durch und gebt uns einen Daumen hoch, folgt uns auf Twitter. Und ja, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit diesem Abenteuer, wenn ihr Interesse haben solltet. Und man sieht sich dann im Online-Modus. Bye, bye.